Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit brennenden Geistern. Oder auch Gazellen. Gegen neue Vertragsobligationen. Ja. Da lebt mir ein bisschen sehr lang. Ja, ich habe noch nicht gedrückt. Ach Aus so. irgendeinem komischen Grund. Hat er nicht akzeptiert, als ich von draußen reingedrückt habe. Oder so. Naja, Dann, egal, ja, kann dummes sein, dass Spiel. du das Fenster erst anklicken musst, bevor Input akzeptiert. Ja, manchmal oft genug geht's. Vielleicht war ich auch. Naja, gucken wir mal, ob Utopia eine Chance hat gegen die Gazellen. Ja, zuerst muss ich überhaupt dorthin kommen. Und dann ist die Frage, was für Effekte hattest du nochmal im Deck, mit denen du Utopia einfach ausschalten kannst? Okay, spielen wir erstmal. Oder soll ich? Nee, nehmen wir nicht die beiden generischen Draw. Spielen wir erstmal Fuxi. Ja. Glaube, der ist ganz gut. Der will, der große Salamander. Dann Signallux. Der Signallux gibt mir die. Während der Mainphase, falls du den speziell legst, du kannst diese Karte Spezialbeschwörung von deiner Hand in die Zone. Okay, von mir. Geh in die Zone. Dann können wir nämlich den hier bauen. Wieder verbannen und dann ein Monster. Ah, okay. Aktivieren wir mal Heiligtum, warum nicht? Ja, komm, warum nicht? Oder machen wir vielleicht erstmal. Okay. Wille der Großsalamander. Dann. Wen möchte ich beschwören? Ach so, okay. Ja, okay, dann bitte ich lieber. So. Dann. Die ich auf die Hand nehmen möchte. Interesting. Der kann, glaube ich. Oder was ist denn sein Friedhof-Effekt? Falls du keine Monster kontrollierst. Ah. Okay. Keine Ahnung, kommst du wieder auf meine Hand. Habe ich jetzt irgendwie ausgetauscht. Kannst den Maulwurf einfach specialen jetzt. Ja, warum das denn? Während deiner Mainphase, falls du in diesem Spielzug eine Linkbeschwörung durchgeführt hast, du kannst diese Karte specialen. Ah, okay, cool. Die ich auf die Hand nehmen möchte. Also der Maulwurf müsste es dir jetzt anbieten, weil spätestens jetzt war er ja auch anwesend. Falls das was aussieht. Weißt du keine Person Gegner mehr Karten, oder? Der Fennec gibt dir doch jetzt eine Zauberkarte, oder? Aha, ich überlege nur gerade welche. Damit könnte ich mir zwei beschwören und könnte dann den nochmal synken, wenn ich den jetzt ins Deck mische. Was ich nur kann, wenn ich. Deine Hand jetzt übernehmen wir die hier. Okay, wir beschwören dich nochmal.
dein Extra-Effekt aktiv ist, bin ich aber nicht mal sicher, wer das überhaupt nochmal war. Kannst halt auch, wenn das Monster anspielt. Achso, das war die RTK-Änderung. Das ist eine dieser Spielzugs leichter gewählt. Wieder zurück. Ich brauche Ressourcen. Das ist sehr wichtig. Hey! Ich habe echt keine. Ich brauche echt wirklich die Gazelle eigentlich, weil sonst habe ich keine Möglichkeit, mir die Fallenkarten konsistent zu geben. Wie überlebe ich diesen Zug? Ich weiß nicht, ich meine, ein Utopia hat wie viel ATK? Ist das mehr? Ja, wie spiele ich ein Utopia? Ja, den du spielst. Ich habe keine Möglichkeit, zwei Monster zu spielen. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Du hast gar keine Möglichkeit, ach echt? Ja, nee, ich habe zwar zwei Vier-Sterne-Monster, aber die haben nichts miteinander zu tun. Ah ja. Könnte mir das was helfen? Ja. Okay, let's go. Sexalerschaffung! Hol mir ein Monster, das ich dann specialen darf. Weg mit der Blitzlinge. Das wird wohl sogar wirklich funktionieren. Das muss 4 Sterne haben. Gib mir einen Tipp, wer von denen kann sich specialen? Ja, mehrere, ne? Mehrere. Aufgestiegenerweise. Falls du keine Karten kontrollierst, kannst du diese Karte specialen. Oh! Ja, das ist dann einfach. Ja, ich nehme aufgestiegenerweise. GG. Juhu! Genau. Let's go! Schon verschwindet, jetzt hast du keine Karten. Da ist aufgestiegenerweise. Eigentlich wollte ich den hier in Defense spielen, damit er dann überlebt. Ich quasi noch eine Chance habe. Aber so geht's mir. So ist es immer. Okay, das ist kein schlechter Zug. Denn hier kommt Utopia! Weh, du zerstörst ein Utopia mit irgendeinem Bullshit. Oh, der Weise hat einen Effekt. Ja, hat er. Was muss ich drücken? Ja, ja. Oh, okay, gut, ich drück ja. Wieso leuchtet Utopia? Ja, weil Weise Utopia noch den Effekt kriegt vom Weiser. Wie soll ich den Rangsteigerungszauber benutzen? Wahrscheinlich schon, oder? Also, ich meine nur. Ja, ich würde schon sagen, dass die Auswahl da recht stark ist. Du kannst da keine Angriffe mehr negaten, aber du kannst dich anders schützen. Ich kann Angriffe nicht negaten. Ich weiß nur nicht mehr genau, wer nochmal was konnte. Muss halt durchlesen. Scheiße, also wenn ich die jetzt alle lese, kann ich direkt angreifen. Okay, den schon mal nicht. Kann ich direkt. Warte mal. Das gilt ja für alle. Wie, das gilt für alle? Die zwei von denen können nicht direkt angreifen. Die mit 3000 ATK. Wer von euch wird als Utopia behandelt? Keiner. Ja, super. Warum habe ich das gemacht? Hey, was ist denn dein Problem? Warum willst du denn, dass wir als Utopia behandelt werden? Weil ich vielleicht was gerne hätte angehangen. Ja, dann guck auf den, der die Möglichkeit hat, Karten anzuhängen. Oh. Kann das einer? Ja, sollte schon sein. Oh. Ja, der hier. Warte, wieso? Wen wähle ich denn jetzt? Gucken wir mal. Ich kann was wählen. Ja. Ich weiß nicht warum. Zum Anhängen oder nicht? Weiß ich nicht. Wähle die Karte aus deinem Deck. Ich wusste nicht, dass er bei der Beschwörung. Ist das vom Rangsteigerungszauber noch? Ah ja, das ist vom Rangsteigerungszauber. Der wird jetzt auch. Das wird jetzt nur aufs Deck gelegt. Das ziehe ich dann. Achso. Ja gut, okay. Wenn du noch keinen anderen Effekt durchführst, der dafür sorgt, dass ein Deck wieder gemischt wird, dann ja.
Königsbogen. Naja. Ah, guck mal, kannst du anscheinend doch anhängen. Ja, weil es ein Utopia-Leerzeichen ist. Und ich hänge jetzt noch eine zweite Karte dran mit dem Schnelleffekt. Genau, und da wird dein Deck nochmal gemischt. Ah, schade darum, schade. Egal. Ich könnte ihn ja jetzt nehmen. Ja, kommt halt drauf an, was du willst. Wer jetzt am meisten Sinn macht von den ganzen potenziellen Anhängen. Wahrscheinlich Sachen, die schützen. ADK hast du ja genug aktuell. Okay, ich vertraue dir, dass ich genug ATK habe. Wer von euch schützt mich denn, verdammt? Kriegst du sogar noch welche von denen? Ach, was mit dir? Und dann dich. Und dann bin ich immun gegen Karteneffekte. Alle Monster angreifen. Ja, das klingt doch gar nicht so schlecht. 4300. Einmal pro Spielzug kannst du ein Material abhängen und dann offene Karten, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der ZW-Monsterkarten wählen, mit denen diese Karte ausgerüstet ist. Annulliere ihre Effekte. Okay, ich kann jetzt dafür sorgen, dass... Machst du denn irgendwas? Dein Spielfeldzauber vielleicht? Während der Schadensberechnung. Na ja, gut, das will ich gar nicht annehmen. Ja, dann greife ich jetzt an. Du darfst den Spielfeld sauber nutzen, aber es hilft dir nicht. Gibt dir noch mehr weh. Du überlebst, ja wirklich. Dann hätte ich ja das Monster nehmen sollen bei dem, was passiert, wenn du nicht stirbst. Aber das machst du nur einmal, denke ich mal. Ich meine, das darf ich frei entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Lux auf sich. Ja, aber du hättest es vermutlich nicht gecheckt, wenn da jetzt ein ZW-Monster gewesen wäre, der darauf reagiert. Okay, probieren wir das mal. Wow, du willst meine ATK klauen. Ja, passiert was? Ja, ich rüste mich nochmal mit einer Karte aus. Okay, findest du eine, mit der du jetzt den Effekt negaten kannst? Ich weiß nicht, ich bin gegen Karteneffekte immun. Heißt das nicht, dass du... Oder ist es nur Zerstörung? Okay, weiß gerade nicht, wer macht das? Die Zauberkarte sagt, Karteneffekte können mich nicht zerstören. Und... Die andere sagt, die da sagt, nee, okay, du hast recht. Ich glaube auch nicht, dass ich dagegen etwas tun kann. Ich meine, ich kann mich jetzt quasi nochmal buffen, aber das zählt ja dann vorher, weil mein Effekt vorher resolved, also verliere ich es sofort wieder. Ja, also wenn, dann müsstest du was holen, was dafür sorgt, dass ich deine ATK nicht verändern darf, oder du Ineffekte bist von Monster-Effekten oder irgendwie sowas in der Richtung. Das könnte klappen, wenn ich ihn jetzt noch aktivieren darf. Oh mein Gott, darf ich? In der Chain? Okay, krass. Nice! Pegasus Zwilling Sable, noch nie gespielt. Hier kommt er und rettet mich. Ja, ging einfach sofort los. Ah. Okay. Dann probieren wir das hier. Habe ich gerade schon mal gesehen. Ja, hast du. Wie genau ist denn der gewordet? Du kannst. Einmal pro Spielzug, sag ich diese Karte, ein Monster ausrüstet, kannst du ein Monster-Effekt annullieren. Okay. Einmal reicht also nicht, ich sag. Interesting. Warte mal, das ist die... Warte mal, du hast irgendwas, das dich vor Zerstörungen beschützt, oder?
Ja, die Zauberkarte. Hey! Aber du hast doch keinen Zauber. Okay, alle guten Dinge sind zwei. Das ist ein bisschen gemein von dir. Der hat ja wirklich null. Ja, läuft. Oh, ich kann einen optionalen Effekt aktivieren. Welchen denn? Welcher Effekt ist denn jetzt, wenn ich was beschwöre? Falls du einen aktivierten Effekt deines Gegners, ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschworen werden, du kannst das ausgerüstete Monster extra ATK erhalten lassen. Blöd. Sylphid Flügel, du rettest meinen Arsch hier! Danke! Dieser ATK-Erhalt hält sogar an, falls diese Karte das Spielfeld verlässt. Cheers. Probier's also nicht. Das ist doch alles irgendwie doof. Hey, das ist kein Monster. Du kannst auch was verfehlen. Okay. Egal. Unter Umständen ist das gar nicht relevant. Oha. Nochmal 1600? Nein, schade. Was? Er wird sogar verbannt? Jupp, exactly. Okay, GG. Ich drück aufgeben. Nein, ich tu's nicht. Aber das ist das Problem. Das heißt, ich habe keine Chance mehr zu gewinnen. Warum Katze ist schon wieder. Ich habe deine Fallenkarte liegen. Oh, jetzt muss ich zwingend einen von denen nehmen. Also, dass du. Also, ich wusste ja, dass das schwer wird, aber. Dass du. Einfach. Du hast einfach so viel. Du hast einfach alle möglichen Effekte. Du verbannst mich nur bis zur Endphase. Oh, okay. Das hilft. Oh, das hilft ja wirklich. Ich krieg mein Monster zurück. Ja, das ist ja cool. Dann bin ich gar nicht so schlecht geladen. Dann wünsche ich dir viel Glück in der nächsten Runde. Das ist ziemlich viel Damage hier rumliegen. Nicht genug. Okay, machen wir das einfach. Was zur Hölle tust du jetzt schon wieder? Es war zu schnell weg, um mich lesen. Okay, ich kann gar nicht so viele auswählen. Seid ihr in Angriff? Nein, ihr seid nur in Def. Okay, scheiße. Aber du kannst weiterlegen. Nein, kann ich eben nicht. Danke. Mein Haar kriege ich wohl nicht genug ATK. Warum greifst du denn mit dem? Das kannst du jetzt schon wieder! Ja, ich will es eigentlich nicht tanken. Dass du so smart bist und mit dem schwächsten Monster zuerst angreifst. Bleibt er eigentlich permanent? Während der Schadensberechner, du kannst ein 1000, Link geht auf 0. Was ist ATK? Das bleibt aber indefinitely, oder? Mein auf 0 setzen Effekt von meinem Monster. Oder für mein Monster wohl eher. Keine Ahnung. Wir haben es noch nie so lange, war es nie da, also. Oh. Deswegen wollte ich, dass du mit dem 2-6er zuerst angreifst. Ich darf. Hallo? Darf ich gefälligst meinen Effekt benutzen oder nicht? Warte mal. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert. Ich habe quasi wie deklariert. Gilt das dann nicht als deklarieren? Es ist eigentlich egal, weil ich hätte. So ist es sogar besser für mich, weil wenn ich negated hätte, wäre dein Monster noch am Leben und du würdest jetzt mein Monster zerstören. Aber dann wäre dein Angriff. Dürftest du mich dann noch direkt angreifen oder nicht, ist die Frage. Egal, ich krieg den hier ja wieder. Ich habe also noch eine Chance. Das stimmt. Aber zumindest ist er jetzt schwächer. Nicht lange, oder? Sekunde. Oh wow. Großartiger Effekt.
Cool. Karte ziehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also eigentlich habe ich mich ja gefragt, ja, wie kann ich noch ein Utopia beschwören aus meinem Extra-Deck? Und die Antwort lautet überhaupt nicht. Es ist komplett nutzlos. Wieso solltest ich jetzt... du das überhaupt tun? Ich habe ein Go-Go-Go-Monster im Friedhof. Ja, ist okay. Der darf da liegen, denke ich mal. Als erstes machen wir wohl das hier. Okay. Ich habe Glück gehabt, dass ich ein ZB-Monster bekommen habe. Weil nur so kann ich ja seinen eigenen Effekt benutzen, um was anzuhängen. Ja, und dann hast du jetzt wieder genug ATK. Und dann wirst du jetzt auch noch dafür sorgen, dass du jedes Monster einmal angreifen darfst, oder? Das war auch dabei. die hatte ich, glaube ich, schon. Das ist ja das Problem. Die ist jetzt auf dem Friedhof. Ach so. Ja, okay, wenn die alle einmalig sind. Azura Angriff. Also ohne Azura Angriff, weiß ich nicht. Muss ich jetzt erstmal lesen. 2000 ATK. Und ich kann eine Falle annullieren. Ah, ja gut, das ist nicht so wichtig. Oh. Ich nehme dich. Ich lese den Rest gar nicht erst du. Okay. Dann musst du... Dann liest du halt nicht. 5000, ja danke. Nochmal 2000 dazu. Das ist ein bisschen haarig. Hätte ich seinen Effekt getriggert, hätte ich zwar noch ein Monster aus dem Friedhof bekommen, aber dann hätte ich ein anderes Problem gehabt. Nein, das will ich nicht. Der lebt ja noch. Ja, der ist sehr resilient, weißt du. Und der? Schafft er das auch? Ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Wahrscheinlich macht das keinen Sinn. Okay, gucken wir mal. Vielleicht kann ich ja noch was anstellen. Sehen wir mal. Was versuchst du da? Ey, warte, ich darf dich gar nicht wählen. Bingo, Tornadobringer. Ich habe ja gesagt, deswegen lese ich mir den Rest gar nicht erst durch. Der sorgt dafür, dass ich nicht als Ziel gewählt werden kann. GG. Ja, okay. Hier. Autsch. Ich meine, eigentlich ist es egal. Irgendwie. Nein. Oh mein Gott, du kannst den Effekt benutzen, um zusammen mit deinem Spielfeldzauber dir ganz viele Lebenspunkte zu geben. Spielfeldzauber gibt... Reduziert ihn auf 0 und dann benutzt du den Effekt, damit er wieder ATK zurückbekommt. Und dann machst du das jede Runde. Fällt mir gerade so ein, aber. Ich sehe schon. Dann kill mal meinen Riesen. Ach, ich bin gerade selber auch ein bisschen. Mein armer Riesen. Hat er deinen Friedhof verschwendet? Nacken da wieder. Ich habe nichts. Das könnte sogar was bringen. Oh mein Gott, Alter, aber ich hätte halt... Kann ich mir das überhaupt leisten? Ne, geht gar nicht. Ich hätte Foxy dafür stärken müssen. Hätte ich es dann überleben können? Ja. Aber dann hätte ich das nicht mehr machen können. Okay, schade. Wenn ich Foxy auf dem Friedhof kriege... Und Foxy dann wieder vom Friedhof zurückhole, kann ich eine offene Zauberfalle zerstören. Also mit anderen Worten, dein Tornadobringer. Aber Frau haut er jetzt nicht mehr so ganz hin. Und ich kann Foxy nicht einfach so zerstören, außer nicht reinzugreifen, was zu viel Schaden ist. Also, meine Blitzklinge sagt, solange diese Karte ein Monster ausrüstet, können offene ZW-Karten, die du kontrollierst, nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Tornadobringer ist eine ZW-Karte. Also Blitzklinge hätte Tornadobringer beschützt. Hatte was? Wo steht das? Wo steht so lange in diesem Text da? Also auch nicht er selber. Ha. Also Zerstörungseffekt hätte jedenfalls nicht geholfen. Falls dich das tröstet. Ey, dass dieser Rangsteigerungszauber mich hat eine Karte ziehen lassen, weil du 2000 mehr Lebenspunkte hattest als ich.
war meine Rettung, weil ohne Blitzklinge hätte ich auch Tornadobringer nicht geholt. Du hast zum Glück keinen durchschlagenden Kampfschaden. Ja, das hat, glaube ich, keiner von denen. Naja. Ich habe noch die Zauberkarte, mit der man nochmal linken kann, aber ich habe ja irgendwie... habe ja ein bisschen zu selten die Link-Monster im Deck, dass das gescheit hinhaut. Ich habe nur den einen zweimal. Das bedeutet, dass man den Effekt schon im anderen auch gar nicht benutzen kann. Ich habe leider keinen durchschlagenden Kampfschaden. Ich glaube, den brauchst du gar nicht. Warum? Okay, gut, ja, das hat nicht gereicht, hast recht. Ja, ich habe halt keine andere Option, als dein Link-Monster jedes Mal wieder anzugreifen. Was halt jetzt das okay, Duell etwas verlängert. Okay, interesting. Kann dich nicht targeten. Ich kann das auch irgendwie nicht verhindern. Okay, beschweren wir erstmal dich. Kann ich irgendjemand auf die Hand nehmen, der was bringt? Puh, boah, gute Frage, Alter. Warte mal, du bist der Einzige, den ich von der Hand abwerfen kann, oder? Die Gazelle will mir was bringen, wenn ich meine Monster zerstören kann. Das kann ich aber nicht ohne zu verrecken. Warte mal, du hast gesagt, von Karteneffekten zerstör. Oh mein Gott, das geht vielleicht sogar. Okay, oh. Komm her, Fuchser! Ich kann dich nicht aktivieren. Ach so, du musst auf dem Feld sein dafür. Ach, scheiße. Weil falls du drei oder mehr Großsalamonster in deinem Friedhof hast, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof... Habe ich nicht drei oder mehr Großsalamander im Friedhof? Oh nein. Hast alle verbannt. Du hast sogar nur einen einzigen im Friedhof. Ich kann meine Monster nicht zerstören. Und ich zerstöre sie dir nicht. Ah, dann könnte ich sie auf den Friedhof legen. Ein Großsalamander Link-Monster in meinem Friedhof und eine Karte, die dein Gegner hat, Zauberfalle wählen. Und dann werden die gewählten Karten auf den Friedhof gelegt. Also nicht zerstört. Das sehe ich jetzt hier nicht. Was? Du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Großsalamander Linkmonster in deinem Friedhof und eine Karte in der Zauber- und Fallenzone deines Gegners wählen. Strichpunkt. Lege das gewählte Monster von deinem Friedhof ins Extra-Deck zurück und falls du dies tust, zerstöre die gewählte Karte auf dem Spielfeld. Also ist es Zerstörungseffekt. Oh, okay. Hä? Ich weiß gar nicht, wie du das liest, aber okay. Ich kann den Fuchser sehen in der Anzeige rechts. Ach so, weil ich mir gegeben habe. Ja. Ich kann dich nicht schwächen. Ich kann nur, keine Ahnung, den Effekt aktivieren und sagen, du bist jetzt stärker. Nämlich so stark wie der. Du kannst dich selbst vernichten, damit ich es nicht tun muss. Cheers. Ich benutze meinen Effekt mal nicht. Ich hätte noch was anhängen können. Da ja, das ist klar. Wenn du angewählt wirst, darfst du anhängen. Das war erst Runde 1, oder? Ja, ich glaube schon. Also auf in Runde 2. Ja. Also das ist so oder so das letzte Duell. Ich habe nur echt nicht erwartet, dass das letzte Duell so lang dauert. Ja, wenn die Decks mehr gleich auf sind, dann dauert es halt länger. Ja, einerseits ist das ja schön, aber andererseits dauert es mir dann fast zu lang. Okay, das ist irgendwie... Was ist denn das für eine weirde Hand? Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen mit deinem Mainphase. Kannst du... Zusätzlich... Wow,
Cool, okay, das bringt mir so gerade gar nichts. Beschwöre ein Cybers. Was ist das denn für eine Hand? Weißt du, ich habe keinen einzigen Salamander gezogen. Also außer die Fallen, die aber nichts bringen ohne einen Salamander. Das ist irgendwie so blöd. Ich habe nur ein Monster und das hat 0 ATK. Warte mal, das geht mit 2 Feuermonster. Warte, hab ich nicht. Cool. Ne. Ciao. Ich kann nichts spielen. Nichts davon bringt was. Ja, aber du hättest wenigstens... Oh mein Gott. Nichts davon bringt was. Das ist alles nur Minus, wenn ich was spiele. Ich habe glänzend dazu gezogen. Die werden voll... ja, nice. Was macht die jetzt? Jetzt gerade glaube ich nicht, dass du sie nutzen kannst, oder? Du kannst ein Utopia wählen, das du kontrollierst und dann einen Effekt aktivieren. Rüst es aus. Beschwöre ein anderes Utopia. Oh, na dann Glückwunsch. Er muss jetzt erstmal ein Utopia aufs Feld kriegen. Ja, aber geht nicht. Ja gut, dann so viel zum glänzenden Zug. Okay, 6 Saalfeld. Hast du auch ein Monster oder nicht? Hallo? Oh, okay, du willst nicht versuchen, mich anzugreifen, weil ich ja nichts... Nein, du hast scheinbar nicht zugehört, aber die Zuschauer wissen, dass das Monster 0 ATK hat. Ja, nice. Was? Du hast Glänzen dazu, ich hab brennendes Ziehen. Oh, als der Gegner mehr Karten kontrolliert als du, tu ich. Wähle ein Link-Monster, das den Gegner kontrolliert. Was für eine nützliche Karte. Ja, das denke ich mir auch. Hätte ich nicht einen Großsalamander ziehen können. Ich bin nicht wirklich in einer besseren Position jetzt. Wie viel ATK hat denn das? Achso, das hat zumindest 2000 ATK. Ja gut, okay, dann machen wir das halt. Er kommt hin. Seinen Effekt werde ich nicht aktivieren, weil das keinen Sinn macht. Hä? Oh, ich kann Signallux mit jedem Cybers-Monster bauen? Okay, das wusste ich gar nicht. Das macht aber, glaube ich, keinen Sinn, oder? Dann habe ich einen Signallux auf dem Feld, der mir diese Dinge ins Karte bringt. Der mir nichts bringt, solange ich nicht noch mehr habe. Und ich kann mit dem Signallux nicht weitergehen, weil wenn ich mit dem Signallux weitergehen will, brauche ich zwingend Feuermonster, die ich nicht habe. Also scheiß drauf, Signallux kommt jetzt erstmal noch nicht. Ist sie zumindest in Angriff? Nein. Ja, schade von mir aus. Na, keine Ahnung, spielen wir die trotzdem mal. Ne, die lassen wir lieber auf der Hand. Naja, zumindest kann ich Passcode im nächsten Zug umdrehen. Das ist zumindest eine 2000 Spielmarke. Ist eine ziemlich starke Spielmarke, muss man exakt sagen. Da ist ja sogar einfach. Da ist ja einfach so ein Scapegoat drauf. Der läuft. Okay, hallo? Die einzige Karte, die ich benutzen kann. Sexalvertrauen. Der kommt jetzt wieder, oder? Oder... Ja. Okay. Ich kann sogar 2 drin haben. Das will ich so viel bringen. Jetzt hast du ja ein Opfermonster da liegen. Ja, ich muss mich ja verteidigen. So habe ich jetzt Zeit, ein paar Mal zu ziehen, bis du drüber kommst. Okay. Hat das über 2000 Def? Ich weiß gar nicht. Es hat über 1700 Def. Und immerhin habe ich dir Damage machen können in diesem Duell.
ist der Effekt halt waste. Egal. Machen wir das. Stimmt, jetzt habe ich einen Großsalamander. Jetzt funktionieren ja meine Fallen. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Kann ich ja sogar was machen. Ich auch! Ich kann ein Monster spielen! Oh mein Gott! Also ein Gagagamagier! Ich kann meine Stufe ändern. Krass! Ja, das bringt nicht so viel, wenn du nur ein. Du willst den zerstören. Ja, natürlich! Was, wofür spiele ich ihn denn? Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich habe zwei nutzlose Karten auf der Hand und eine nutzlose Karte verdeckt. Das mit einem Monster. Achso, der andere Effekt wird gar nicht gehen. Im Ernst? Ja, lass mich doch einfach angreifen. Achso. Verstell über den Backrow. Jetzt siehst du eine Merkan, die Backrow. Oder nicht? Hallo? Ja, welche hättest du gerne? Okay. Fühlst dich stärker, wenn du höheres Level hast. Absolut. Okay, warum habe ich mein Link-Monster in Friedhof geworfen? Genau deswegen. Du hast keine Karte für den Effekt von Balance Lord. Balance Lord? Hat der. Warte, was hatte der Effekt, wenn der gebanished wird? Falls diese Karte verbannt wird, kann ich Monster beschwören? Okay, lol. Okay, ich aktiviere mal die Feldzauberkarte, weil ich lustig bin. Ist irgendeiner von euch Schnelleffekt? Du bist Schnelleffekt, dann setze ich dich. Bis unter einer Clock. Ich weiß es nicht. Hast du nichts Gutes gezogen? Doch. Doch? Okay. Ein Monster, das ich spielen kann. Krass, Alter, du kannst das sogar triggern. Dann kannst du meine Spielmarke crashen, wenn du das möchtest. Das habe ich genauso viele Lebenspunkte wie du, ATK. Okay, wenn du meinst, dass dir das in dem Sinne was gebracht hat. Absolut, du willst ja nicht. Ich ziehe auch die ganze Zeit nur die Zauberkarten. Wo sind meine Großsalamander-Monster? Die haben sich irgendwie versteckt, kann es sein? Numero 3. Und es steht 1-1. Ja, das stimmt wohl. Und du fängst an. Klatscht Utopia Turn 1 auf das Feld, so schaut's aus. Okay, das ist eine etwas nettere Hand, definitiv. Mit Fuchs. Und hier hat noch ein Sechsalfeld. Einer der Mainphase, ganz interessant. Okay, ja, unterschiedlichen Namen, Spezialbeschwörung und dann Friedhand. Ja. Das könnte ein bisschen Material geben. Aber da habe ich nicht so viele Link-Monster dafür. Okay. Ah!
Okay, du bist dran. Wünsch mir Glück. Ich gebe dieses Mal nicht auf. Noch nicht. Erst in 3 Zügen. Ach so, das geht auch von dort. Okay, nee, spielen wir erstmal Fuxi, damit der normale Verwirrungseffekt kommt. Signet Gewinnung ist gut, aber ich glaube, die darf ich mir mit der nicht suchen. Kannst ein großer Mann der Monster abwerfen und länger ein großer Mann da. Okay, keine Ahnung, ich will lieber mehr Monster haben, weil ich sie auch benutzen kann eigentlich. Oh. Ach so. Stimmt. Falls die Karte der Hand hinzugefügt wird, kommt sie raus. Das war ja so bei der. Ich könnte jetzt instant ihn beschwören. Das macht vielleicht sogar mehr Sinn, weil ich gar keinen Benefit darin habe, den anderen zu beschwören. Außer, dass er halt im Friedhof liegt. Ja, komm. Ah, Fuxi. So, Signallux. Und dann werden aus euch beiden der. Der hier, der Sonnenlichtwolf. Dann aktivieren wir dich. Oh, das ist schon sehr witzig. Bislang hast du nicht genug ATK. Ach so, ist dein verdecktes Monster so stark? Ganz einfach gleich entfesseln. Nicht. Hä? Bin ich blöd? Warum kann ich nicht weitermachen? Bedeutet wohl, dass du wirklich blöd bist. Hä? Warum kann ich nicht weitermachen? Plus 2 Feuereffektmonster. Signallux ist ein Effektmonster und die sind doch auch beide Effektmonster. Warum darf ich nicht weitermachen? Plus 2 Feuereffektmonster. Oder? Ach so. Nee, sollte ich nicht trotzdem mit dem machen können? Warum kann ich Heiß Leo jetzt gar nicht mal beschwören? Oder? Ach so, weil ich den nicht wegnehmen darf, oder? Du willst mir sagen, du hast zu viel Death? Nein. Ja, dann, bin froh, dass du nicht mit dem, der durchschlagenden Schaden hat, angegriffen hast. Oh, okay. Daran habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gedacht, dass er das kann. Mann. Ich habe nur ein Summon pro Zug und du spielst 4 Monster. Ich hätte noch mehr gemacht, wenn ich nicht verkackt hätte. Achso, ich kann jetzt glänzender Zug holen. Nee, danke. Das ist mein, nee, der bringt ja gerade, glaube ich, nichts, außer du kannst Atopia beschwören. Gott. Weiß ich nicht, kann ich das? Das musst du wissen, ob du das kannst. Oh mein Gott. Was ich weiß, ist, dass ich eine Gazelle habe. Die wie ein Pferd klingt. Ja. Moment. Okay. Let's go! Du hast den. Okay, ja, das ist ein Utopia. Das stimmt.
Nee, ich ändere jetzt meine Sterne zu 8, so wie sonst auch. Ich weiß nicht, warum du das tun solltest, aber okay. Warum sollte ich es nicht tun? Ja, weil du exilest? Nein, ich synke. 12 Sterne, Monster. Ja, aber wo ist dein Empfänger? Vor allem hat das keine Synchro-Monster. Ich kann mir was anhängen, das klingt ja nützlich. Kann ich ja mehr negaten. Schade, dass die mich nicht buffen. Dann kannst du noch mehr negaten, da hast du recht. Okay, wen hättest du gerne zerstört? Ah. Gute Frage. Ich benutze meinen Effekt. Moment mal, das hilft mir aber nicht. Ja, also das hilft dir nicht unbedingt. Kannst du natürlich gerne machen, wenn du Bock drauf hast, aber ich weiß nicht, ob es von Vorteil wäre, wenn du das tun würdest. Jetzt kann ich hoffen, dass ich was irgendwas kann ich dran aktivieren, hängt. Dich? Jetzt hole ich mir einen glänzenden Zug nächste Runde, GG. Was macht der nochmal? Na, keine Ahnung. Lässt mich, glaube ich, alles voll spammen zum Anhängen, oder? Rosala, Manda. Angriff der Karte, ja. In deinem Friedhof. Warte, was? Ah, du kannst den großen Mann in deinem Friedhof mehr. Ja, der Karte sagt gerade, werden gleich den. Mhm. Was kann ich beschwören? Ach so, dich kann ich jetzt beschwören. Soll ich das? Ja, komm, machen wir. Guck mal, der heißt Leo, der hat nicht mal genug ADK. Ja, aber du kannst ja dafür sorgen, dass ich schwach genug bin. Und dann negate ich dich einfach, falls mir dann egal sein kann. Ey, warte, was tust du da gerade? Was ist dein Problem? Wenn ein Effekt aktiviert wird. Wie, wenn ein Effekt aktiviert wird? Oh, geil. Du hast Nummernschutz getriggert. Konter für alle. Das ist ungünstig. Ja, weil dein Monster stirbt. Ja. Oh, Signalux rettet dich. Lol. Ja, keine Ahnung, aktivieren wir die. Die macht literally dasselbe wie meine Feldzauberkarte. Nur als eigene Zauberkarte. Okay, cool. Ich glaube, die Feldzauberkarte ist später aber Support oder so. Mich würde es wundern, wenn die von Anfang an schon da war. Okay, ja. Ich kann dich wiederholen. Du kannst ja Rosa Mana-Monster in deinem Friedhof wählen, außer mische es ins Deck. Achso, okay. Dann mische ich es wieder ins Deck. Damit könnte ich sogar nochmal. Macht das überhaupt Sinn? Ich annulliere den Angriff. Also eigentlich ist mir egal, wie schwach ich werde und wie stark du wirst. Okay, ich aktiviere mal ihn. Okay, du specialst ihn raus. Ich hab auch gerade nur... Glaube ich... Doch. Okay, der kommt schon noch. Also nicht so wie bei so einem anderen Kahn. Jetzt könnte ich den beschwören, das wird noch, glaube ich, nicht so ein bisschen machen. Hm, ja, ja, Zauberfalle vom Friedhof. Aber wie wollen wir das bringen vom Friedhof? Kann ich mehr beschwören? Ich glaube schon, oder? Potenziell schon. Ja, komm. Ja genau, ich kann den zweiten Effekt aktivieren, dabei geht die Karte weg, aber dafür darf ich mein ganzes Feld voll spammen. Stimmt, ich darf doch den von der Hand nehmen. Aber ich darf keine Link-Monster nehmen, weil... Aber das will ich fast schon nicht. Nehmen wir nur zwei.
mal, das bringt's. Das ist doch alles dumm. Irgendwie ist das alles nicht so schlau. Jetzt kann ich den beschwören, kann dann aber sein Dingenseffekt nicht triggern. Weil ich den nur triggern kann, wenn er da oben liegt. Weil er sonst nicht dahin zeigt, wo er hinzeigen müsste. Und ich habe nicht genug Karten, um irgendwie eine Brücke zu bauen. Das ist doch alles doof. Warum ist das alles so doof? Der größte Joke ist ja, also offenes Monster. Ja, das ist wohl fast schon der größte Joke daran. Okay, ist egal, das kann ich ja wieder hinbekommen. Beschwören wir den. Ach ne, warte, das ist ja eine Tributbeschwörung. Hätte ich ihn vielleicht doch mit dem anderen Ding holen sollen. Naja, ich hatte andere Pläne, aber dann habe ich bemerkt, dass die gar nicht gehen. Falls diese Karte als Spezial. Das macht keinen Sinn. 1, 2, 3. Kann ich vielleicht noch. Oh ja, könnte ich. Okay, warte, ich aktiviere jetzt erstmal Heiß Leo. Ich hoffe, die stört es nicht, 800 ATK zu haben. Doch, ich glaube, es stört mich schon. Eine Karte zerstören. Ja, machen wir die da mal weg. Wieso zerstörst du nicht mein Monster? So, die darf ich nicht wählen. Ich darf nur offene Zauberkarten wählen. Oder fallen. Ich sehe mein Problem. Du hast nicht genug Material für alle. Ja, hast du gut gemacht. Und hatte ich nicht vorhin... So, nee. Nummernschutz! Ja, jetzt nicht mehr. Die hast du vorhin schon benutzt. Was? Aber das steht doch. Was? Kannst du den Friedhof benutzen? Glaube ich eigentlich nicht. Oder? Kannst du diese Karte. Sei es diese Karte im Friedhof finden. Du kannst diese Karte setzen. Wandle sie dann. Unter welchen Umständen kannst du sie setzen? Als mein Numan-Exit-Monster durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird. Sie hat sich ja durch ihren eigenen Karteneffekt zerstört. Vielleicht geht's nicht im selben Zug. Als ja, sie auf den Friedhof gegangen ist, steht das hier irgendwo. Oder vielleicht ist das auch eine Game-Rule, ich weiß gar nicht. Okay, kann ich noch was sagen? Nur einer der Effekte pro Zug, also dadurch ist es unmöglich, beides im selben Zug zu benutzen. Tja, schade. Gut. Ach, ja. Ich glaube. 2000, du kannst Fuxi zerstören. Oder auch den Link-Monster, keine Ahnung. Ja, eigentlich. Warum nicht? Du darfst ja eh nicht nochmal angreifen. Hey, ich geh da mal aufs Klo. Lass dir Zeit. Ja, dreh dich in Death. Ah, das ist ja cool. Okay, aktivieren wir erstmal dich. Und dich selber. Und geben dir wieder deine 2300 ATK. Dann beschwören wir den verrückten Hacker. Weil dann kann ich nämlich den noch beschwören. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich hoffe, er hat nichts, mit dem er das negaten könnte. Das wäre sonst doof. Okay, aber nicht. Okay.
1800. Nein. 2300. Gut, ich würde dann sagen, bewerten nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Tschö! Tschö.